Willkommen zurück. Wir sind gerade in der Southampton Schiffswerft angekommen, in der aber kein neues Schiff liegt. Warum schießen die auf mich? Die haben ganz andere Sorgen da oben. Warum habe ich eine Gegenmaßnahme geworfen? Ich habe ganz andere Sorgen. Die hat mich nicht erwischt, glaube ich. Die konnte ich, glaube ich, vorher abschießen. Bin auch mit ein bisschen Glück. So. Hättest du mich mal nicht mit einer Rakete geschossen. Au! Das war ich nicht. Ja? Um das mal klar zu machen. Das war ja aussagekräftig. Gut. Ach, immer diese Outlaws. Die einen immer angreifen. Das ist Cambridge, das ist aber kein sehr schöner Planet. New London. Ach nein, wir müssen... Das ist nur ein Zwischenstopp. Wir müssen noch weiter. Dachte ich mir eigentlich. Planet Dover. Ich freue mich ja schon, wenn wir dann auch noch mal irgendwann nach Rheinland kommen. Und wir da die ganzen deutschen Gegenden wiederfinden. Andocken, Feuerflug. Nee, Korsaren jetzt bitte nicht. Habe ich keinen Bock zu. Korsaren hat doch eh keine Chance. Das ist ja geil. Unterstützungsfunksignale von den Korsaren abgefangen. Na gut, aber ist klar, dass die geben muss, denn man kann ja auch selber Korsar und Pirat spielen und dann sollte man sich ja auch gegenseitig helfen dürfen. Ja? So Ehre unter Piraten und so. Aber was interessiert uns erstmal nicht? Wir wollen jetzt erstmal weiter nach Cambridge. Und hier gibt es nicht mal eine Station. Einfach nur das Tor. Und weiter geht's. Hätte ich das gewusst, hätte ich den... haut ab. Ich will nichts von euch. Waffen sind bereit. Ich sehe mein Ziel. Ja, ja. Weiß ich. Komm, hier, ich lasse eine Mine da. So. Gegen so viele Korsaren traue ich mich dann doch nicht, weil die Schiffe, die sind ganz schön... Die sind relativ stark, glaube ich. Obwohl, also ich meine, mit unserem neuen Waffen-Set mag das vielleicht nicht mehr ganz so sein, aber lieber kein Risiko eingehen. Cambridge ist ein schöner Planet. Und das ist eine Eiswolke. Wie sieht Cambridge denn aus? Ja, nicht so richtig spannendes Design. Aber, oi, was ist denn das für ein kleiner Planet da drüben? Der sieht hübsch aus. Ein Zwergplanet und da ist noch ein Planet. Ah, okay, also die Architektur, also die Karte ist zwar nicht ganz so spannend, aber insgesamt ist das Schiff dann das Schiff. Ich gehe aus der Kartenansicht raus. Danke. Aber mit drei Planeten, selbst wenn es der eine nur ein sehr kleiner ist, dafür hat er einen Ring. Ist das doch dann schon ein hübsches Sonnensystem. Und zwei große Eiswolken. Und das ist Cambridge. Ja, hier mit fancy... Was ist das denn? Altes, eine Art Kirchenfenster hier. Und so eine alte, so ein bisschen wie bei Notre Dame.
Naja. So, wo wollen wir hin? Wahrscheinlich in die Bar. Dann sehen wir mal zu, was Juni uns zu sagen hat. Hallo. Hey. Na? Wie geht's? Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Oh. Haben Sie Quintain gefunden? Das ist merkwürdig. Der gute Doktor ist verschwunden. Was? So wie die anderen. Nein, eben nicht. Er hat eine Spur hinterlassen, aber ich brauche Ihre Hilfe, Trent. Machen Sie mit? Sonst wäre ich jetzt nicht von Edinburgh aus hergekommen. Deshalb bin ich hier. Zählen Sie auf mich. Gut. Was wissen Sie über Xenoarchäologie? Nicht viel. Warum? Dann überlassen Sie das Reden mir und halten Sie unbedingt das Artefakt versteckt. Okay. Ich will nicht, dass es nochmal so läuft wie in Manhattan. Sonst noch was? Ja, bringen Sie die Flasche mit. Okay. Sehr nett von Ihnen, uns so kurzfristig zu empfangen, Mr. Vance. Als es in Ihrer Mitteilung hieß, Sie und Dr. Trent seien vom Hemmer Research Institute in Liberty, konnte ich kaum ablehnen. Dr. Es Trent. Kommt schon mal vor, dass Dr. Quintain einen Termin verschwitzt. Selbst wenn es um die Finanzierung geht. Das verstehen wir vollkommen, ist ja schon lange her. Ich bin froh, dass mir die Universität Ihre Adresse gegeben hat. Ich arbeite oft für Dr. Quintain, transportiere Leute und Ausrüstung zu seinen Forschungsstätten. In der Regel kann ich ihn finden. Sie meinen, Sie wissen nicht, wo er ist? Er weiß nicht, wo er ist. Er hat sich seit Wochen nicht blicken lassen. Wahrscheinlich forscht er draußen. Er sagt nicht immer Bescheid. Nicht mal Dr. Sinclair weiß, wo er steckt. Sie haben doch bereits mit ihr gesprochen. Nein. Sie macht schon seit Jahren Feldstudien für den Professor. Tatsächlich? Würde es ihr was ausmachen, wenn wir sie aufsuchen? Nein. Wissenschaftler freuen sich über Finanzierungen. Und über ein wenig Anerkennung, versteht sich. Natürlich. Wo hält sich Dr. Sinclair zurzeit auf? Sprague. Aber leider kann ich ihr keine Nachricht schicken. Das ist zu weit weg. Okay, wir werden Sie aufsuchen. Sie waren eine große Hilfe, Mr. Vance. Danke. Ich glaube, Dr. Sinclair wird sich freuen. Letzte Woche gar nichts, diese Woche Sie und die Rheinländer. Welche Rheinländer? Vom Museum in Neu-Berlin. Die waren auch sehr an Ihrer Arbeit interessiert. Sie haben sie knapp verpasst. Oh oh. Dann schnell, besorgen Sie, was Sie brauchen und wir treffen uns im All. Alles und klar. Nicht trödeln, Doktor. Bestimmt nicht. Akademiker. Ach, schön. Wenn ihr Lust habt, guckt euch diese Skriptsequenz nochmal an. Es ist mir gerade aufgefallen, weil ich die natürlich schon mal kannte und darum habe ich diesmal ein bisschen auf andere Sachen geachtet, wie die, also ganz dezente Mimik von denjenigen, die gerade nicht reden. Aber richtig gut, fand ich. Also, fand ich gerade. Könnt ihr ja euch vielleicht nochmal angucken, während wir hier weitergucken und, aber es gibt ja auch nur die Skyrail und die Ripper. Und da ist mir jetzt gerade, glaube ich, wichtiger, dass wir da gut zu Rande kommen mit der Batterie. Und dann können wir das auf jeden Fall mal weg und den Dragonturm auch. Und was sind denn das hier für hübsche kleine Waffen? Pyros, Partikelwaffen. 145, 72, 30. Das ist eine Tarion-Waffe. Das ist eine Laserwaffe. Das ist eine Plasma-Waffe. Das ist eine Rakete. Das ist eine Mine. Nein. Okay, gut. Dann hauen wir mal eine von den Lava Blades raus und eine von den Trails. Und setzen dafür lieber die Pyros ein. Einfach nur, um mal auch zu gucken, was das so ist. Das reicht noch alles. 30 Gegenmaßnahme Sachen sollten. Das sollte gehen. Schubdüse kann weg. Gibt es hier vielleicht eine ganz schwere Schubdüse, aber gibt es nicht. 16 Nanobots, das reicht auch, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was wir eigentlich eingesammelt haben alles. Ach man, schade. Jetzt muss ich mit so einem kleinen Landei reden und ja, komm, halt die Fresse, ey. Das ist aber schade. Hätten wir gut auf dem Luxusliner verkaufen können. 17. 17 ist wirklich nicht viel. 17 ist der schlechteste Preis. Also ich würde mal sagen, den Sauerstoff verkaufen wir, weil 5 zu 40. Das hätten wir super da verkaufen können. Schade, dass wir das erst auf dem Hinweg hier alles eingesammelt haben. Engine Components. 1275 ist ein schlechter Preis. Dabei ist es
ist der schon so viel größer als in den ganzen, wo es anscheinend hergestellt wird, 225. Und es wird immer noch als rot angesehen. Es muss irgendwo eine Station geben, wo man diese Dinger so gut verkaufen kann. Ich notiere mir das gerade mal. Engine Components. Das wäre mal vielleicht eine hübsche Sache für... Ach komm, wir hauen es jetzt einfach auch raus. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache für eine Handelsroute. Aber jetzt geht's erstmal los. Wir müssen Professor Sinclair oder Dr. Sinclair finden. Und zwar möglichst bevor es die Rheinländer tun. Juni über den Pläden treffen. Das hat ja gedauert. Wir ja, dürfen keine Zeit verlieren. Los geht's. Ich musste noch mein Schiff leer machen. So. Mit dem Nachbrenner hin. Und andocken. Du hast dir kein neues Schiff besorgt. Warum eigentlich nicht? Die Rheinländer könnten schon Stunden weg sein. Wir müssen Sinclair vor Ihnen erreichen. Ich habe die Sternkarte studiert. Sprague ist ein ferner Planet im Omega-3-System, nicht allzu weit von hier. Omega-3. Vielleicht hilft uns Dr. Sinclair, mehr über dieses Artefakt herauszufinden. Wollen wir es hoffen. Jetzt kommen wir hier an dem hübschen kleinen Planeten vorbei. Was bist du denn? Ross. Planet Ross. Mit dem Battleship Norfolk. Anfliegende Schiffe, hier die Norfolk. Ihre Flugbahn zeigt, dass Sie zu den Omega-Systemen fliegen. Sie sollten wissen, dass die Spannungen zwischen dem Bretonierreich und Rheinland eskaliert sind. Ein militärischer Konflikt ist nicht auszuschließen. Roger, Norfolk. Unser Ziel ist Sprague in Omega-3. Wir wollen kein Rheinland-Territorium anfliegen. Verstanden. Keine Berichte über Rheinland-Aktivität in diesem System. Norfolk Ende. Moment. Wir nehmen diese Handelsroute. Sie fliegen vor Trent. Ja, dachte ich mir. Da steht ja auch dran, nach Omega 3. Aber netter Beim Zug. Beim Konflikt mit Rheinland dreht sich alles um diese verdammten Xeno-Artefakte. Ja. Haben Sie gehört, dass Präsidentin Jacobi die Königin dazu bringen will, alle Artefakte in Bretonia zu verbieten? Sie Nein. hat sicher ihre Gründe. Na gut, aber wir wissen ja inzwischen, dass sowieso irgendetwas massiv nicht stimmt. Das ist ja jetzt nicht nur eine kleine Sache. Da ist das Sprungtor. Sie zuerst, Trent. Okay. Das ist ja jetzt nicht nur eine kleine Sache, sondern eine handfeste Verschwörung. Andocken. Wobei immer noch komisch ist. Ja. Die Präsidentin will die Artefakte verbieten. Die Rheinländer wollen sie unbedingt haben. Juni, da bist du. Die Sternkarte beschreibt Sprague als unbewohnte Welt ohne Handelsroutenanschluss. Wir müssen von hier nach Freihafen 1 und dann durch das offene Weltall fliegen. Freihafen 1. Andocken. Hui. Das finde ich schön. Dass es so eine freien Stationen gibt. Lädt auch ein bisschen ein, so zum Gedankenspiel. Hier müssen Sie die Handelsroute verlassen. Anfliegende Schiffe. Hallo, Feuer. Beachten Sie, die Rheinwehr hat Blockaden in Omega 7 errichtet. Schiffe dürfen Rheinlandraum nicht durchqueren. Alle Handelsschiffe müssen bis zum Ende der Krise in Freihafen 1 bleiben. Freihafen 1. Wir sind auf dem Weg nach Sprague und bringen einer archäologischen Expedition Nachschub. Haben Sie Rheinlandschiffe in dem Sektor entdeckt? Negativ. Aber Sprague liegt außerhalb unserer Patrouillenrouten. Wenn sie angegriffen werden, können wir nicht helfen. Verstanden. Danke für die Warnung. Trent, ich habe die Koordinaten für Sprague in Ihr Neuralnetz geladen. Los Danke. Jetzt. So, da drüben. Hübscher kleiner Planet. Anfliegen. Sprague. Das hat vermutlich nichts mit Prag zu tun, oder? Das würde von Bretonia aus ein bisschen weit weg liegen. Die Situation gerät jetzt außer Kontrolle. Eine Blockade in Omega 7? Hm. Rheinland verstößt offen gegen den Bohrmann-Vertrag. Ach ja, Bohrmann-Vertrag. Vor nahe war ein offener Militärkonflikt in den Kolonien nicht mehr seit dem 80-jährigen Krieg zwischen Rheinland und der KGS. Ach ja, der und die KGS. Vance gab mir die Frequenz des Peilsenders der Grabung. Ich erhalte noch kein Signal.
Wahrscheinlich müssen wir näher ran. Hätte vielleicht in Geschichte ein bisschen mehr aufpassen sollen. Naja. Wir sind fast da. Ja. Noch kein Signal. Immer noch nicht. Sehr merkwürdig. Surprise. Geschafft. Sie docken zuerst an Trent. Gut. Oder ich tue es. Wo kommen die denn her? Ausscheren und angreifen. Die haben sich gerade. Hui. Ah, da sind wieder, das sind wieder diese merkwürdigen grünen Waffen. Ah, war nicht gut. So, Nummer Uno hätten wir. Und Rakete. Treffer. Und die Mine ausgewichen. Der Mine ausgewichen. Hätten wir auch. Jetzt bin ich fast in meine eigene Mine rein. Sehr gut. Oh, das fünfte. Vierte. Schiffchen. Das war der letzte. Wir müssen auf den Planeten und Sinclair schleunigst hier wegbringen. Ja. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Sie zuerst, Trent. Wir müssen uns beeilen. Ups. Ich habe das ungute Gefühl, dass da draußen noch mehr lauern. Damit könntest du recht haben. Ups, dann bauen wir mal auf dem Planeten runter. Diese Schiffe kamen aus dem Nichts. Sah nach einer Art Tarntechnologie aus. Nicht mal die Liberty-Marine konnte die aktivieren. Die Ausgrabungsstätte ist nirgendwo verzeichnet. Wir müssen nach ihr suchen. Wollen wir hoffen, dass sie noch da ist und die Rheinländer uns nicht zuvor gekommen sind? Ich bekomme ein schwaches Signal. Das muss die Ausgrabungsstätte sein. Moment. Ja, das ist sie. Die mussten sich wohl durch diese Felsen graben, um hineinzugelangen. Leite die Landesequenz ein. Das muss der Eingang sein. Ich gehe rein. Kein Licht, kein Funkkontakt. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nicht nur du. Hoffen wir das Beste. Vielleicht graben sie ja alle nach Artefakten und haben uns gar nicht bemerkt. Schon zu spät kommen? Wir müssen Sinclair finden und dann nichts wie weg hier. Ah, da ist er. Und wo genau haben Sie das her? Von einem Dieb. Aus Manhattan. Er wurde deswegen getötet. Jetzt sind die Killer hinter uns her. Können Sie uns helfen? Sehen Sie sich um, Miss Zane. Sie stehen mitten in der Geschichte der Dame Quosh. Eine Spezies, die über 10 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Und bis vor kurzem, relativ gesehen, waren Sie die Bewohner unserer neuen Heimat hier in Sirius. Ich arbeite jetzt schon seit Jahren daran, das Puzzle Ihrer Vergangenheit zusammenzusetzen. Kultur, Technik, Sprache, einfach alles. Besonders interessierten mich dabei diese Tafeln. Mit ihnen konnte ich einige Ihrer Schriften entschlüsseln, aber mit diesem Stück kenne ich bald Ihren ganzen Code. Ja, ich weiß eine Menge über dieses Artefakt, aber nicht, warum jemand dafür töten würde. Wissen Sie was von getarnten Rheinlandschiffen? Ich bin Wissenschaftlerin, Mr. Trent. Mich interessieren nur Fakten. Hallo? Dann sollten Sie lieber die Fakten beachten. Eine Menge Leute sind deswegen schon gestorben. In den Kolonien ist irgendwas los. Leute werden getötet. Andere sind verschwunden, wie Ihr Kollege Dr. Quintain. Quintain ist nicht verschwunden. Er ist ein Einsiedler. Ich glaube, er ist untergetaucht. Und ein Mann wie er macht das nicht ohne Grund. Ich glaube, er wusste zu viel. Das ist lächerlich. Wirklich? Wir finden heraus, dass Rheinland Interesse an Ihrer Forschung hat und als wir hier ankommen, werden wir angegriffen. Es waren Rheinlandschiffe mit einer Technologie, die ich noch nie gesehen habe. Reicht Ihnen das immer noch nicht? Wie wäre es denn mit meinen guten Freunden, ehrenhafte Soldaten aus Liberty, die den Schmuggel mit Artefakten stoppen sollten? Auch sie spurlos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Vielleicht wussten sie auch zu viel. Im Gegensatz zu Quintain haben sie nichts geahnt. Ich aber schon und Sie sollten das auch. Und da er jetzt weg ist, bleiben nur noch Sie.
Ich schätze, diese Schiffe sind bald zurück. Und wer weiß, was sie diesmal noch mitbringen. Sie, liebe Frau Doktor, haben die Wahl zwischen Wissenschaftlerin auf der Flucht oder Tod im Grab. Was darf es sein? Ich lasse meine Arbeit nicht im Stich. Außerdem, woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Doktor, wir haben ein Dutzend Schiffe auf dem Schirm. Typ unbekannt. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ich sagte doch, die kommen zurück. Nehmen Sie, was Sie können und schicken Sie die Leute in die Schiffe. Ja, Doktor. Ui. Also gut, ich komme mit. Los jetzt, wir müssen weg. Aber wirklich. Doktor, die Tafeln wurden in Mr. Trents Schiff geladen. Gut, und jetzt gehen Sie. Die nehmen hier alles auseinander. Komm schon! Oh,